Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Ihr seht, das Lager hier lichtet sich. Momentan ist ja nur noch Essen drin. Nur noch Essen. So. Die werden da alle automatisch beliefert. Von unseren Feldern und oben von den Erzeugern, genauso wie er hier. Er. Und er, wenn irgendwo mal was rumliegt. So. Das muss auch darüber. Irgendwas haben wir jetzt Neues gekriegt. Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst. Ich weiß nicht was. Schauen wir schnell, was da sein. Vielleicht zufällig. Irgendwas da ist es gewesen, weil das ist umgekrückt. So was nicht, das auch nicht, das auch nicht. Den haben wir schon, den Gasextraktor. Also den können wir schon bauen, so mal sagen. Oh, der Neibohrer. 5. Oder die Wolke. Den kümmern wir uns dann. So. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall im neuen Lager. Für jede Ressource gibt es 3 Kisten. Was habe ich eigentlich dabei? Alben. Ihr könnt da vorne rein. Das ist schon eingestellt da, oder? Yep. Genau, die liefern nicht random in irgendeiner Kisten. Ja. So, da können wir einen kleinen Schrank bauen. Lalalap, Schrank. Mutagen. Mutagen, Nachfrage. Mutagen und Mutagen. Genau, die beiden sind da rein. Das können wir ja gleich mal holen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ich habe Sprengstoff gebaut, wie ihr seht. Ja. Dann sprengen wir mal da hinten das Loch auf. Ja, ein bisschen mehr baut sicher als hier. Alles rüber. Schrank zerlegen. Ich weiß schon, es ist jetzt eigentlich absolut doof, weil ich das Zeug eigentlich da brauche. Aber ich glaube, dass die Autofertiger das auch alles fertigen können, was wir brauchen. Weil da in der Mitte stehen jetzt die 2 Autofertiger. Die müssen das eigentlich abbauen können. Genau, Sprengstoff, Plastik, Dünger. Ja, die können alles sehr herstellen. Sehr gut. Brauchen wir drüben das nicht mehr. Also nicht mehr zum Bauen auf jeden Fall. So, die Bakterien. Bakterien. Anliefern, Nachfrage, Bakterien. So, Mutagen, du kannst da rein. Da machen wir bloß jeweils einen Schrank, da braucht man nicht so viel. Dünger. Nachfrage nach Dünger und Dünger. Stufe 1 und Stufe 2. Wenn die Autofertiger das herstellen, dann holen die Maschinchen das ab und bringen es hoffentlich da hin, wo sie soll. So. Die Baumrinde lasse ich auch schon automatisch abholen. Da brauchen wir viel mehr Drohnen. Viel mehr Drohnen, mehr Drohnen, Drohnen, Drohnen. Ja, passt wieder nicht. So. Dünger haben wir keinen. Baumrinde. Nachfrage. Baumrinde. So hinschreien. Drau. Jetzt sag ich mal. Jetzt hat. Baumrinde. Dann machen wir da mal einen Enklaven. Oder heißt sie anders? Nein, hört schon laufen. Okay, du gehörst zum Gas, aber das habe ich noch nicht. Nö. Das muss ich noch rüberholen.
jetzt nicht. Ah. Okay, dann kommst du dabei mit Domi 3. Gut, jetzt gehen wir. Ja, jetzt wird dunkel. Hm. Ist noch Wasser ins Gesicht. Ah. Ich habe auf jeden Fall da alle Minen jetzt mit den Drohnen verbunden, auch da hinten die Uranmine. Die sind alle jetzt verbunden mit den Drohnen, das heißt, die flitzen hier rum und holen den ganzen Schotter und liefern das da einer. Da hinten habe ich mittlerweile drei Extraktoren gebaut, einer für Eisen, Silizium und du bist Kobalt. Genau, aber wir brauchen einfach mehr Drohnen. Die schaffen das gar nicht, die was wir jetzt haben. Ich weiß nicht, wie viele Drohnen also ein Ding beherbergen kann. Ich schätze mal das da, ein Container. Also 5, 10, 20, 25. Und wir haben jetzt mittlerweile da schon 3. Also 7 Stück. 7, 12. 12 kannst du nur beherbergen. 12 kannst du nur beherbergen. Naja, gut. Da kümmern wir uns dann noch anders mal drum. Aber jetzt wird das schon da. Das ist ein Riesenlager. Ich will zum Gräser bauen, aber da steht ein Baum und da hinten stehen Bäume. Blöd. Aber ich will es dann nicht mehr versetzen. Da werden wir da noch ein paar Drohnenteile hinbauen und dann unendlich Drohnen herstellen, dass die alles abfliegen können. Da hinten können wir gleich noch sagen, dass da hinten Alu gibt, genau, wenn wir ja auf dem Weg sind. Aber da gibt es ja nicht bloß Alu, sondern den ganzen anderen Schotter auch. So. Nein, nicht Nachfrage. Angebot. Haben wir da das hier, das. Genau. Ja. Sehr gut. Jetzt gehen wir springen. Springen. Bumm. Schauen wir mal, was das bringt. Was da dahinter ist. Bin schon sehr gespannt. Das hat es früher auch nicht gegeben. Also ich kenne es zumindest nicht. So. Und gesprengt werden. Jo. Rechtsklick, um es zu verwenden. Bleib bitte da, wo es tick ist. Ich hoffe, das funktioniert jetzt da. Juhu! Das ist offen. Das ist angerichtet. Beute. Nehmen wir mit. Sehr schön. Oh, Leitungsplatinen. Sehr gut. Braucht man für Triebwerke. Oder? Ja, braucht man für Triebwerke. Schon gut, wenn man nicht mehr auf seinen Sauerstoff achten muss, das ist schon ein Riesenvorteil. Na, ohne Licht ist dunkel. Ja, man, vielleicht zeigt man da was. Wie viel Platz haben wir noch? 3 Stück. Dann bringen wir das schnell heim, dann gehen wir da die Leiter runter. Ja, also das vereinfacht das Spiel schon gewaltig, das mit den Drohnen. Dass die da rumflitzen und wo alle Sachen das Zeug einholen. Natürlich ist das, sind das weite Wege, was da fliegt zu den Minen, das ist schon klar. Aber immer noch leichter, als wenn ich da hier renne. Natürlich kann so eine Drohne bloß ein Stück transportieren. Aber ist besser wie nichts. Und die haben da voll beschäftigt. Da wuselt wieder eine. Da wuselt eine. Sehr schön. So, Licht aus. Eisen rein. Los dabei. Uran. Ich muss mich gleich wieder zurechtfinden jetzt. Warum ist jetzt? Und so. Also, wie gerade geklickt, da wo Silizium drin war. Man weiß es nicht. Osmium haben wir da drüben.
Zeolith. Ist voll. Ne, voll. Leiterplatinen. Zwei Turbinen, das ist schon wieder gut. Was brauchen wir gleich nochmal für eine Drohne? Ich glaube Leiterturbine. Zwei Leiterturbinen. Und was war es noch? Gut, dass man da jetzt noch schauen kann. Zwei Eisen. Super Legierung. Jetzt muss ich natürlich erst wieder lernen, wo was ist. Aber das tue ich gern. Mutter gehen. Ordnung ist das halbe Leben. So, gerne Patronen raushauen. Sehr gut. 15, also nur 10 Stück. Dann ist die erste Drohnenhub voll. Ah, Dünger habe ich auch schon drüben, genau. Das habe ich noch nicht drüben, Stickstoff. Oder war ich mit rein? Pflanzen. Ich weiß nicht, ob ich für die einzelne Schränke mache. Also wie viele die Samen, ich glaube, die bleibt einmal da. Weil die stellen wir ja nicht ganz her. So, weiter geht's. Ich glaube, mal ein bisschen Platz brauchen, gell? Ich habe jetzt nicht gesehen, wenn man da noch einen Sprengstoff braucht. So, nehmen wir noch einen Schluck. Entschuldigung, falls es ein bisschen schnell ist. Weil ich möchte natürlich so fächer sagen wie möglich. Aber in einer Folge. Dann tun wir mal alles, oder? Jep. Lass mir ein Stäbchen. Da haben wir auch alles. Jep. Sehr gut. Dann schauen wir, was da hinten noch gibt. Was da noch für Überraschungen auf uns warten. Da rüber fliegen die Drohnen rum. Ich liebe es. Wir sind ja schon bei 78 GTI. Und es steigt unaufhörlich. Sehr schön. Alle 3 Sekunden etwa 0,1 steigt. Also das ist schon. Da bewegt sich zumindest selbst da oben. So, jetzt zeig mir hier nur deine Schätze, was du hast. Da wollen wir schon rennen, gell? Ja. Es ist dunkel, müssen wir das Licht einschalten. So, da können wir ja normal gehen. Ja. So. Da ist nichts. Auch nicht zum Zerlegen, Geheimgänge oder sonst was. Nein. Na, was erwartet uns am Ende des Tunnels? Okay, ein Riesendrum. Okay, dann schauen wir uns erst aber oben um. Was hier nur so ist. Die Mensa, so wie es ausschaut. Dann geht's wohl unten weiter, weil das kann ich nicht zerlegen, oder? Nein, geht's auch nicht hoch. Dann müssen wir da die Treppe runter. Das ist ein Riesending und dann gibt's ja wenig Loot. Ist aber nicht sehr erfreulich. Also wir haben noch keinen
keine Atmosphäre hat, ist das schon eine Herausforderung. Da muss man ein bisschen Sauerstoff mitnehmen, gell? Einmal schon mit dem Hauptkorridor. Das ist, also Pflanzendinger. Ich aber nicht abbauen. Kann ja nicht anklicken. Wow. Jetzt aber nicht der Burner da. Bist du gleich ganz ungrün anscheinend. Gehen wir wieder da raus. Da gehen wir wieder da raus. Gehen wir wieder beim, genau, beim Aufgang. Geht bloß nur da rechts einer. Kann man alles nicht kaputt machen. Haufen Geld, das ist schon mal gut. Zehntausend Teratoken Erfolg. Mein Honig. Da können wir Sprengstoff hernehmen. Jetzt hab ich natürlich daheim lassen. Vogel. Ich rechne damit, dass man da den auch noch rumsprengen muss. Was ist das? Öffne Zugangskonsole. Braucht da eine Zugangskarte. Zugangskarte. Da können wir einen Fusionsreaktor aktivieren. Sehr verschachtelt. Sehr verschachtelt. Da machen wir jetzt nichts, da gehen wir jetzt zurück. Schauen wir, ob wir uns einen Fusionskern bauen. Da müssen wir nur mit durchschauen, ob ich irgendwo die Zugangskarte übersehen habe. Halt, verkehrt oben. Schon wieder verkehrt oben. Ah, doch, richtig oben. Es ist auf jeden Fall ein riesen Schiff, was da in dem Erdreich steckt. In diesem Berg. Sehr verschachtelt. Also Sprengstoff mitnehmen. Und dann müssen wir noch mehr rein. Nichts ja. Ja, gut. Da wachsen auch schon Bäume. Im Aluwald. Am Aluwald, im Aluwald nicht. Okay.
Magnesium haben wir nicht. Silizium haben wir nicht. Kobalt haben wir. Ist voll. Ja, voll. Oh oh. Iridium. Beide Spinde voll. Nehmen wir nicht mehr mit. Ich glaube, wir bauen da vorne einfach mal eine Reihe Schränke hier, die was alles anbieten. Also ich alles reinschmeiße und die Bots verteilen es dann für mich. Ich glaube, das war nicht schlecht. Jetzt mein Sprengstoff, da ist er. Nehmen wir mal alle mit jetzt. So gut, ich gehe jetzt nochmal zurück, spreng da auf und wenn was spannend ist, hole ich euch in die nächste Folge mit dazu. Wenn nichts Spannendes ist, sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Also, bis dann, Servus.